Naja. So, genau, dann haben wir das auch. Eieieiei. Gut. Die Frage ist, wie lange wollen wir eigentlich heute mal machen? So nebenbei. Spätestens 18 Uhr, würde ich sagen. Okay. Aber spätestens. Kümmern. Gut, Das dann machen ist wir für weiter mich mit der. eigentlich schon zu spät, weil ich, wie gesagt, es sind da 50 Masken mehr. Bei mir, ich wollte nur sagen, ich spätestens 18, wir können auch eher Ja, aufhören. also das ist für mich auch Also wir haben jetzt 5 vor. oberste Grenze. Wir haben jetzt 5 vor 7. Ja, ich denke, 18 Uhr soll okay sein. Könnt ihr noch mal 5 gucken. vor 7? Wir wollen mit der 18 Uhr fertig sein, wenn wir 5 vor 7 haben. Ah, 5 vor 5, Entschuldigung. Ja, ist gut. 5 vor 5 haben wir. Wir hatten da gerade So, ich seine lande mal Leuchtfackel hier in der Nähe. rausgeworfen. Ich lande mal hier in der Nähe von dem. Ist oben. Ich sehe ein zweites Ziel. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Sollen wir schon schießen oder nicht? Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Setze Drohne ab. Ich erkenne eine Das ist kleine nur was Gruppe Kleines, Gegner. ne? Die Frage Also ist, ist Feuer frei oder? die Frage ist, ist das alles? Also da stehen auf jeden Fall drei aufeinander. Irgendwo ist da noch irgendeiner nicht markiert. Ich weiß es nicht. Ja, siehst Da, du auch gerade. Jetzt da, ist da, er. da. Gut. Angriff oder? Ja, komm, gib ihm. Mist. Natürlich muss ich in dem Moment gerade nachladen. Denn da? Was macht er denn da? Hab ihn. Im Heli rechts ist doch einer. Ja. Das sind dann Zaun. Haben. So, das könnten, also markiert waren sind alle. Und endlich mal normale Sniper-Action, ja. Du kommst ja sonst nie dazu, mal das Sniper mal so richtig zu gebrauchen. Naja. Aber ein paar Dinger, schöne Dinger dabei, die genau passten. Weiter oben würde ich sagen. Ah, die ist ja wahrscheinlich ist hier oben. Die Daten sind auch hier oben, aber die Tür geht hier nicht auf. Ah, die Daten sehe ich nicht. Die habe ich wahrscheinlich schon. Hä? Ist innen auch noch eine Treppe? So, ich habe hier die Tür mal aufgetreten. Habt ihr? Dieses Dokument erwähnt einen Unidad-Hauptmann, der Gefangene von Giulio Pulito verhören lässt. Er weiß, wo unsere Turteltäubchen stecken, aber er sitzt im Unidad-Stützpunkt. Mal wieder. Unidad-Schutzpunkt. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Hier ist wieder ein Heli. Ja.
Heli-Heli-Heli. Ja, ich flieg mal. Ihr müsst nur mal hier sagen, wohin. Warte, hier ist doch irgendwo noch ein Punkt oder so. Das wäre noch ein Fähigkeitspunkt, der da. Stimmt, ja. Warte mal, den habe ich auch noch nicht. Jetzt hätte ich es einfach hier mitnehmen. Da. In der Ecke. Danke. So, jetzt können wir fliegen. Ach da. Komm, Kev, steig ein. Vor allem erstmal schmeißt du eine Granate. Hallo? Ja, ohne Granate schmeißen, einsteigen würde. Ich hab... Na komm! Na komm! Ja, ja, ich... Warte ab, das kriegst du... Das Karma kriegst du immer zurück. Ich bin das nicht mal! Ich bin auf dem Beifahrersitz. Reicht jetzt die Basis Armadillo, das ist ja so die nächste Story-Mission. Das ist schon richtig vorne, wa? Ja, das war der Plan, deswegen. Ja. Ich würde mal sagen, ich pack mal hier ein bisschen in die Felder, ne? Wie weiter weg? Waren wir da nicht schon mal drin? Unidad. Einer aber nur. Das sieht mir sehr nach Unidad aus. Ja. Aber waren wir da nicht schon mal drin? Mir geht's gut, Leute. Der hat doch irgendwas, der hat irgendwas gesagt von Unidad Stützpunkt, aber ich glaube nicht, dass es der ist. Das wird wahrscheinlich nicht mehr, mehrere geben. Aber ja, es ist wieder Unidad. Ja, aber das ist die, die du angeklickt hast, ja? Ja, das ist die Mission. Okay. Ja, das irritiert mich halt ein bisschen, weil ich nicht, weil die bei mir nicht mehr gelb angezeigt wird. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Du könntest ja nur 50.000 Macher suchen. Ja, ist doch kein Problem. Warum rein? Was will mein Charakter? Warum macht er das? Jetzt. Hier sollte man vielleicht erstmal gucken, dass da irgendwie, ob da irgendwo ein Funker ist oder sowas. Dass sie keinen Alarm auslösen können. Okay. Sehe den Unidad-Hauptmann. So, jetzt schicken wir mal eine Drohne rein. In dem Ding waren wir schon mal. Ja, ich überlege auch gerade. Nein, ich glaube nicht, dass wir das waren. Das ist nicht der Stützpunkt. Das ist ein anderer. Nein, nicht der gleiche, aber wir waren auf diesem Gelände schon. Wo wir dann mit dem Boot abgehauen sind. Da haben wir hier irgendwelche Infos geholt. Die waren da ganz hinten, hinter dem Gelände, in diesen Bootshäusern. Ich glaube nicht, aber... Nö. Das ist schon so lange her. Ja, meine Drohne hat leider keinen Saft mehr. Warte mal, ich kann mal gucken, was halt. Mal Scharfschützen ausschalten, oder? Was sagt ihr? Wenn du das schaffst mit dem ersten Schuss, warum nicht? Kommen wir an den Generator irgendwie ran? Einer ist weg. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt anfange, das Ding auszuschalten? Die Lampen. Das weiß ich nicht. Zweiter ist weg. Ich würde den Generator sehr gerne hier. Die erste Lampe ist schon weg von denen. Sniper sind weg. Das ist der Stützpunkt der Unidad. Wir suchen nach dem Hauptmann, der mit Juri und Polito in Kontakt steht. Wir so, Lampen sind aus. Verstanden. Weil diesmal müssen wir ja nicht, Gott sei Dank, nicht ohne Deck bleiben. Wir können ja ruhig hier Rambazamba machen. Naja, gegen die Unidad weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja, deswegen war ja aber grundprinzipiell könnten wir das. Also wir müssen jetzt keine Sorgen machen, wenn irgendwas... Wie gesagt, ich wäre dann das echt... Das ist natürlich nicht unser Plan, das ist mir auch klar. Stimmt, an dem war mal... Doch, ich erinnere mich an diesen Fluss. Ja, das meine ich doch. Ich erinnere mich an den Fluss. Wo ihr gekämpft habt und ich so... Och, ich habe keinen Stress hier hinten, ich weiß nicht, was ihr habt. Oh, kann sein, ja, aber... Hast du die Gefangenen schon freigelassen? Ja. Also ich sehe den Typ sogar zum Verhören. Von hier. Aber ich riskiere mich noch nicht da reinzugehen. Weil ich vorhin nicht sehe, was da drin ist. Wir sind schon auf dem Weg.
Distant und ich sind schon auf dem Weg. Mach den, genau, mach den Generator noch schnell aus. Super, die Rebellen greifen die jetzt, greifen die Dinger, die jetzt an hier, die Unidad. Alles gut, der Typ haut noch nicht ab. Tango getroffen. Muss nur den Weg finden, um noch. Ah, hier. Noch läuft er hier oben rum. Ja, ich bin schon fast bei ihm. Da sind wir echt alle gejagt, ne? Was soll das? Na, was geht? Ihr kommt mich auch gleich umbringen, ich rede nicht Karko. Ganz wie du willst. Das ist schon Fick an die Juli und Uli, du hängst du vielleicht das nächste an der Decke. Kann ich nicht tun. Wäre besser, wenn ich sie aus deinem Leben streiche. Ich bin keine Ratte, aber scheiße, ja. Ich habe Angst. Aber sie sind gar nicht Metamor. Dann lock sie noch nie, Tankor. Sag du etwas in der Gefährlich. So, Verhörung abgeschlossen. Schön. Oh, da kommt Unidad ins Gelände, ja, auf Autos. Ja. Das abhauen, ne? Da vorne steht ein Heli zur Not. Ja. Wir könnten. Sollen wir, oder? Ja. Wo seid ihr denn alle? Hinter dir. Alles im Heli. Na, was geht, Drecksack? Ja, nur ich will ja jetzt noch nicht einsteigen. Boom, Tango erledigt. Granate, friss das, Motherfucker. Links müssen wir noch was sein. Schön, danke. Ich hatte den fast, was hätte ich sonst verfehlt? Okay. Alle da? Nein, ja. Aber hier unten ist nämlich noch was. Na, nicht für mich, ich habe das alles schon eingesammelt das letzte Mal. Los, Kevin, mal rein. Warte, ich nehme den Nachschubkurs so mit. Oh ja, ihr habt da oben Leute ohne Ende. Warte, ich komme, Beide. Abflug. Weil wir echt Probleme kriegen, sonst könnten. Habt ihr jetzt Schild da unten ohne Probleme? Einfach so. Vor die Turbulenzen. Sehr schön. So. Ach, guck mal an, ja. Wichtige auf. Freund hier guckt zu. Guten Tag. Weiter. Wichtige Aufklärungsdaten da unten. Da unten, okay, gut. Ja. Hier oben. Ich mache uns auf den Weg. So, dass wir angeschnallt sind und dann nicht rausgehen können bei dem Hebel. Ja. Gut, dass nur unser Buschmann viel fliegt. Ihr wackelt so schön da außen. Hm. Ja, das sieht doch witzig aus, ne? Ich lande auf dem Feld daneben. Ja. Wenn ich jetzt mein bester Freund wäre, ne, dann würde ich jetzt das hier tun. Ach, du meinst das hier? Na, wieso habe ich keinen Fallschirm? Spaß. Jetzt ernsthaft? Nein. Sie sagt sich gerade Spaß. Natürlich habe ich einen Fallschirm. Jawohl, perfekt. Da, wo ich hin wollte. Ja, aber es wäre jetzt mir zuzutrauen gewesen, jetzt zu sagen, komm, ich habe keinen Fallschirm. Ja, deswegen ist. Hätte mich jetzt auch nicht, also mich hätte es irgendwie nicht gewundert. Deswegen habe ich es ja auch gesagt.
Verlassen wir mein Geschützturm. Wir haben ein Ziel. Drei Ziele identifiziert. Kevin ballert schon wieder. Ich hab's gesehen. Oh, ich hab auch schon wollte ich auch gerade. Ja, ich war schneller. Aber was Markus, komm im Alter, ne? Warum ist eigentlich der Heli noch an hier? Aufpassen, wir haben einen Geschützturm. Geschützturm, ja. Hab ihn aus dem Geschütz, den Geschützturm. Halt, hör auf zu schießen hier, es wackelt alles. Ich bleib doch stehen hier, was wollen das? Da könnte man aber auch glatt was anderes denken, gerade bei der Aussage. Nicht bei mir, glaub mir. Was? Immer noch nicht. Das könnte was sein. Sieht so aus, als hätte das Kartell bei Campo an. Eva Cash gerade meinte, hör auf, es wackelt alles. Das ist genau das richtige Ziel. Achso, ich dachte, wem der Auswahl des Agus steigert den Druck auf El Emissario und zwingt ihn, sich zu zeigen. Irgendwo. Da kommt ein Auto. Santa Blanca verleiht so einem Arschkriecher einen Ort. Da drüben ist gleich noch irgendwas. Ja, irgendwie Waffenteile. Nee, Fertigkeitspunkt irgendwie. Ja, ich hab hier nichts mehr. Den habe ich ganz vergessen einzustecken. Wieso bin ich denn jetzt hier gejagt? Von wem? Von uns. Gerade. Ja, wir jagen dich. Ja, ich weiß. So, Munition mal einsammeln. Ich weiß, dass er mich jagt und auch stalkt. Ja, ja. Als morgen. Michael Mayden, da lernt man das Stalken. So. Die Munikiste oben? Nein, unten unter der Treppe. Das ist ganz gut. Wahrscheinlich, ne? So, ich glaube, ich habe mein Scharfschützen-Optik-Dings jetzt voll ausgefertigkeitet. Oh, ich warte im Heli auf euch. Ich kann fliegen, klar. Hä? Hier sind wir uns Fertigkeitspunkt und ich krieg den Fitte nicht. Oben. Ganz oben. Ganz oben, hä? Das geht noch hier? Ja, raus. Ja. Ah, ja, ja. Ich war nicht draußen, deswegen. Da ist der. Da oben waren noch die Infos drin. Ich habe nur vergessen, den Punkt damit, davon mitzunehmen. Ja, ich komme jetzt auf was. Das macht unser Horst. Ja. So. Ja, ich darf schießen. Ich glaube, wir fahren lieber mit dem Auto. Wir wissen von einem umgebauten Fischerboot nach Puerto Grande. Erreichen Sie das Schiff. Erreichen Sie das Schiff, wo ist es denn? Dann gehen wir jetzt mal so richtig schiffen. Nehmt dem Mann die Knarre weg. Na, holt eure Kevins hervor. Warte mal eben, bevor wir entdeckt werden, bevor wir da sind. Alles gut. Und ihr habt vorhin gefragt, was ich da mache. Ja, ich glaube, das müssen wir in die Luft jagen. Das ist mein Part. Nein, sie hat gemeint, das nicht sich selbst, Kev. Ja, das muss da habe ich die. Ja, warte mal, Moment.
Frage ist. Im Wasser landen ist irgendwie uncool. Ja, das ist kein Wasserheli, Hubschrauber. Wie ich jetzt am besten lande, ohne dass wir jetzt direkt gesehen werden. Hier links, ja genau, da. Ja. Was eine schräge Nummer. Oh, was war das? Das ist ja witzig. Der Heli, der ist. Kamerad entdeckt, ja toll. Ja. Der hat ja mal hier geile. Geile Sachen gemacht, der Heli. Mit dir? Drohne fliegt, Drohne steigt auf. Ja, der ist schon. Schaschütze ja. Down, der erste zumindest von denen. Der erste hat einen Hit weg. Jetzt ist der zweite auch weg. Da ist noch einer. Wo? Ah, da hinten. Ah, nee, den treffe ich von hier nicht. Ich fliege nicht an der Reichweite, sondern in dem seinen Standpunkt. Der ist hinter dem Feld. Ja. Der links ist auf jeden Fall schon weg. Pappen. Sehr gut. Damit müssten wir eigentlich fast alle Scharfschütze ausgeschaltet haben. Eigentlich müssten wir alle ausgeschaltet haben. Ich würde sagen, wir killen erstmal alle Gegner hier. Verdammt, der Kerl ist tot. Weg. Ja. So, dann nochmal Sniper aus. Die zwei waren weg. Ich habe einen Sniper von Gewehr von dem. Den waren wir doch auch schon auf dem Schiff. Oh, was ist sein. Das für ein Schmarrn? Ja, ne? Das war eine Nebenmission. Da hast du noch gesagt, Kev, das wäre cool, wenn man das fahren könnte. Ist irgendwo noch ein. Im Boot. Im Haus habe ich den. Leise schwimmen sieht ja lustig aus. Ich weiß nicht, ob wir hier gerade doppelte Sachen machen. Jetzt ist der Sorry-Mission. Das war das letzte Mal, war es eine Nebenmission. Tot. Da oben ist noch ein Sniper. Ja. Kommst aber nicht dran von mach hier. Mach immer, ich hab den im Visier. So, einen hab ich. Raus hier auf dem Schiff. Dann rennen wir wie die Teufel. Geht es gleich in die Luft oder was? Ich hab irgendwas gedreht. Okay, hier. Ah, sie macht wieder alles kaputt. Erledigt. Wir sollen weg. Ja. Wir sollten ja mit dem Boot hier abbauen, wa? Ich gehe einfach zu Fuß weg. Also, ich bin jetzt hier ein paar Meter weggegangen, einfach. Ich kann mir jetzt das nächste Mal jetzt angucken. Ich wollte nur schnell den einen Naja, dann lass uns mal hier oben bleiben, da sind wir, glaube ich, in Sicherheit. Aber ihr müsst eigentlich nur außerhalb des gelben Kreises gehen, dann müsste eigentlich alles okay sein. Ja. 3, 2, 1. Kavabums. Was, das war's? Ja. War ja nix. In die Luft und der Tag ist dann Front. El Emissario muss schnell reagieren, ja, sonst trötet ihn sein Opa bei lebendigem Leib. Legend! Warte. Der. So. Gut. Nehmen wir das Boot? Dann machen wir ein kleines Folgenende hier.